So sieht es ja aus, die Strategie der 1000 Nadelstiche in Nordrhein-Westfalen. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie wirkt das auf Sie? Was halten Sie von dieser Politik der 1000 Nadelstiche? Hier ist der QR-Code, den Sie mit Ihrem Handy scannen können, um an unserer Umfrage teilzunehmen. Vater dieses Gedankens in Nordrhein-Westfalen ist der Innenminister. Herbert Reul ist bei uns. Herzlich willkommen. Herr Reul, Nadelstiche bleiben natürlich nur Nadelstiche. Und wer ein dickes Fell hat, lässt sich von Nadelstichen im Allgemeinen nicht so wahnsinnig beeindrucken. Lässt sich damit wirklich organisierte Kriminalität aushebeln? Nö, damit alleine nicht. Das ist auch gar nicht der Anspruch. Wir haben drei verschiedene Strategien. Eine davon ist die der Nadelstiche oder der Razzien. Da geht es im Grunde auch gar nicht darum, jeden Abend da riesen Menschenmengen zu verhaften oder so, sondern wir wollen denen, im Grunde ist das jedes Abend eine Lehrstunde. Bei uns in Deutschland gilt nicht das Recht der Familie, sondern das Recht des Staates. Und zwar für jeden. Und das üben wir dann jeden Abend an unterschiedlichen Beispielen. Wird Tabak, der unverzollt ist, kann sein, dass Mitarbeiter beschäftigt sind, die nicht beim Finanzamt, beim Arbeitsamt angestellt sind, also wo keine Steuern für gezahlt werden. Die verschiedensten Sachen, Drogen, also alle Möglichkeiten finden statt. Sie messen teilweise Tischabstände in der Gastronomie und dann werden Autos angeguckt, ob die so TÜV-mäßig zugelassen sind. Da wird alles gemacht, was mit Regelverstößen zu tun hat, um zu zeigen, bei uns werden Regeln eingehalten und das gilt für jeden. Aber da weiß jetzt jeder Beamte und jeder Beamtin zu Hause, boah, das ist auch zeitaufwendig, das muss alles dokumentiert werden. Da stellt sich ja schon die Frage, wer zermürbt am Ende wen? Also, ja, im Moment würde ich mal sagen, sind wir auf der besseren Seite, denn wenn Sie feststellen, dass, ich glaube, in den ersten Jahren eine Halbierung der Tumultdelikte stattgefunden hat in den Großstädten Essen und so weiter, finde ich das nicht schlecht. Zu glauben, dass man das innerhalb von, also Simsalabim ist das nicht. Also man kann so eine Kriminalität nicht mit einem Zauberstab beseitigen. Das ist langfristige Arbeit. Aber man muss zeigen, dass man kontinuierlich dranbleibt und dass es einen gemeinsamen Maßstab gibt. Und Sie sind überrascht, was da alles los ist. Also manchmal gibt es auch überraschende dicke Fische, manchmal gibt es kleine. Aber es wird immer wieder signalisiert, ihr könnt ja nicht machen, was ihr wollt. Und Sie wissen ja, wovon Sie reden, denn manchmal schickt die Polizei in Nordrhein-Westfalen ihre Geheimwaffe zur Razzia. Da geht der Innenminister tatsächlich mit, wir haben es gelegentlich mal. Aber es ist keine Geheimwaffe. Der unterstützt eigentlich nur die Polizei, und zwar moralisch, weil ich finde, es ist eine verdammt saumäßige Arbeit. Und da ist ja dann Zoll unterwegs, da ist Polizei unterwegs, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Finanzamt. Das Spannende ist eigentlich, dass auch alle zusammenarbeiten, also das vereint man sich um das Thema kümmert. Aber was erleben Sie bei diesen Razzien, wenn Sie da nachts unterwegs sind? Ich habe gelesen, einmal standen Sie dann einem Mann gegenüber, mitten in der Nacht. Von dem wollte man gerne noch 60.000 Euro Steuerschulden haben. Was passiert ja, wenn der Minister selber dasteht und sagt, der Minister steht da ganz an der Seite und hält sich raus, weil das ist nicht meine Aufgabe. Aber wenn der Finanzamtsmensch sagt, hier, die haben eine große Steuerschuld bei uns und den hätten wir die jetzt gerne beglichen, sonst nehmen wir das kleine Auto von der Tür mit. Und innerhalb von einer halben Stunde hat er das Bargeld organisiert, dann werden Sie als Innenminister echt nachdenklich, weil ich könnte nicht innerhalb von ein paar Stunden 60.000 Euro organisieren. Woher kommt die Kohle, um es mal direkt zu sagen. Mhm. Und das zeigt einem ja, dass da Strukturen sind, die man ernst nehmen muss. Jetzt geht es da um Drogenhandel, es geht um illegales Glücksspiel, es geht um Menschenhandel, Erpressungsdelikte. Aber alles in allem würde ich jetzt mal sagen, Dinge, von denen ich in meinem Alltag glücklicherweise nicht viel mitbekomme. Also gibt es Bereiche, in denen wir ganz normal sterbliche Clankriminalität auch erfahren? Fragen Sie mal die Leute in den Großstädten, Essen, Duisburg, Ruhrgebiet und so weiter, worunter die jahrelang gelitten haben. Dass die in bestimmte Gebiete nicht mehr gegangen sind, die sich nicht mehr getraut haben, weil sie gewusst haben, hier sind Leute, die glauben, meinen, sie könnten hier bestimmen, wo es lang geht. Mhm. Für die ist das eine echte Erleichterung, dass wir da sind und uns kümmern. Das Problem wird man nicht mal eben schnell beseitigen können. Dafür hat man 30 Jahre lang im Tiefschlaf gelegen. Was halten Sie von der Politik der 1000 Nadelstiche, haben wir Sie gefragt. Und ich glaube, Tobi Schrödel, es gibt eine erste Rückmeldung aus dem Netz von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause. Die gibt es und die ist total spannend, denn ja, erstmal schaut es gar nicht mal so gut aus für Ihre Strategie. Denn 31% sagen, das sei wirksam und 69% unserer Zuschauer und Zuschauer sagen, das sei nicht wirksam. Aber die Frage lief schon vor dem Film. Und da war die Tendenz so. Und während des Films und während dieses Gesprächs merkte man, dass das tatsächlich in die andere Richtung ging. Ich habe es mal rausgerechnet. 68% der Menschen, die abgestimmt haben, nachdem der Film lief, sagen, das sei wirksam. Und nur 32% sagen, es sei anders. Also man muss den Leuten offensichtlich zeigen, was da passiert. Dann ändert sich auch diese Meinung, wie wir sie hier sehen. Und es ist ja auch eine Frage, wie man Wirksamkeit definiert, weil Sie ja sagen, es geht nicht
unmittelbar um Festnahmen. Es geht nicht darum, sofort Strukturen zu zerschlagen. Deswegen bieten Sie in Nordrhein-Westfalen auch ein Aussteigerprogramm an für Clan-Mitglieder oder Mitglieder von Clan-Familien. Wie erfolgreich ist das und wird das überhaupt genutzt? Ja, wird genutzt. Das sind ja drei Teile. Das eine sind die Nadelstiche, das zweite sind die Ermittlungstätigkeiten. Wir haben ja auch die großen Bosse schon erwischt. Wir haben ja ungefähr 10 Millionen Euro schon abgeschöpft. Wir haben ein paar von diesen großen Bossen auch hinter Schloss und Riegel gebracht. Und das Aussteigerprogramm, das ist die Idee, ich sag's mal, ich will nicht glauben, dass alle Menschen, die in diesen Clans leben, alle nur daran denken, kriminell zu sein. Sondern manche haben vielleicht dann auch den Kaffee auf. Und wenn sie jede Nacht gestört werden, wächst wahrscheinlich auch die Bereitschaft, darüber nachzudenken, gibt es auch ein anderes Leben. Mhm. Und da machen wir Angebote, da kümmern wir uns drum, in Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern und Sozialpädagogen, Verbänden. Ich habe mal gelesen, man hätte bisher 34 Teilnehmer erreicht. Ist das 37. 37. Also die Zahl ist mickrig. Es ist unheimlich aufwendig und teuer. Aber ich finde, jeden Einzelnen, den wir nachdenklich machen, der ist ja eine Wirkung in die Familien rein. Und das ist eine Langfristarbeit. Also nur mit Polizei, glaube ich, geht nicht. Und deswegen bieten wir das andere auch an. Und das wächst langsam, kontinuierlich, aber ist wahrscheinlich der mühsamste Teil. Dann wünschen wir Ihnen in unser aller Interesse viel Erfolg bei dieser Arbeit und vor allem den vielen Beamtinnen und Beamten, die da in Ihrem Sinne unterwegs sind und die Arbeit Nacht für Nacht und Tag für Tag machen. Vielen Dank dem Innenminister Nordrhein-Westfalen, Herr Leroy. Vielen Dank.